Aloha, lieber Steinbock. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Juni 2024. Und wenn dich interessiert, was da auf dich zukommen wird, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Steinbock. Wie gesagt, ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Juni 2024 und du bist hier vollkommen richtig, wenn du den Steinbock in deinem Sonnen-, Mond-, Venus- oder eben auch Aszendentzeichen hast. Und wie jeden Monat möchte ich natürlich auch für den Juni schauen, was hier so auf uns zukommen wird. Wie du siehst, lieber Steinbock, habe ich hier auch schon die drei Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die Beschreibung der Karten als auch weitere Informationen über meinen Kanal findest du wie immer in der Infobox. Und ja, dann lege ich jetzt die Karten aus und werde dann mit dir zusammen hier noch aus diesen Orakelkarten noch eine Karte springen lassen live. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen hier noch aus den Wisdom of the Oracle Cards noch eine Karte springen lassen, um die Grundenergie, die dich im Juni begleiten wird, hier auf den Tisch gebracht wird, lieber Spirit. Um was geht es für die Steinbock-Geborenen im Juni 2024? Welche Botschaft soll hier raus an die Steinbock-Geborenen? Und wir haben Observer. Wow, das ist echt eine sehr, sehr interessante Botschaft. Ich hoffe, du kannst das so alles gut sehen. Lieber Steinbock, mit der Karte Observer wird dir auf jeden Fall hier die Botschaft übermittelt, dass es für dich im Juni darum gehen wird, dass du dein Leben oder vielleicht auch einen gewissen Lebensbereich für dich mal aus einer anderen Perspektive betrachten solltest. Und das wird jetzt sehr viele Singles wahrscheinlich auf jeden Fall freuen. Es gibt hier eine Person in deinem näheren Umfeld, die dich beobachtet und das eben auch noch gar nicht so lange. Und du hast hier nämlich das Interesse eines Menschen geweckt. Und wenn es für dich neben dieser Person eben noch der Hinweis richtig gesetzt ist, dass es hier für dich darum geht, dein Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dann solltest du dabei auch beachten, dass es eben auch immer mal wieder wichtig ist, auf sein Leben zu schauen und zu gucken, gehe ich denn in die richtige Richtung? Entwickeln sich denn die Dinge aus einer höheren Perspektive eben auch in die Richtung, in die ich möchte? Und zwar in die Richtung deiner Ziele oder eben auch deiner Visionen. Und es gibt da auch einen ganz guten Trick dabei. Und zwar versetz dich immer mal wieder und dies eben auch vor allem in den nächsten Wochen im Juni, versetzt dich immer mal wieder in die Energie des Ziels, welches du als nächstes erreichen möchtest. Es ist ja so, dass wenn wir Menschen manifestieren und wir uns Ziele erschaffen oder Visionen, an denen wir uns festhalten, dass das auch immer mit einer Art Gefühl verbunden ist, was du vielleicht dabei fühlst, wenn diese Sache für dich eintreten würde oder eben auch, wenn du dich schon in dieser Situation siehst. Und das hilft dir eben auch dabei, hier eben auch diese Perspektive einfach mal von oben auf etwas zu bekommen, um eben auch einfach zu gucken, bist du hier, wie gesagt, auf dem richtigen Weg. Ansonsten haben wir hier noch in deinem Outcome einmal das Haus und wir haben hier die Königin der Schwerter. Und es verrät mir auch, lieber Steinbock, dass es sehr viel im Juni um deine Häuslichkeit gehen wird und oder eben auch um dein häusliches Umfeld, aber auch um deine gesundheitliche Fitness. Und du selbst wirst im Juni hier gebeten, mit der Königin der Schwerter eben auch, ich sage jetzt mal, mit deinem Verstand hier zu walten und zu schalten und eben auch ruhig Sachen auch aus dieser Beobachterperspektive eben immer wieder wahrzunehmen oder eben auch diese Perspektive einzunehmen. Ja? Denn mit dem Schwert wird hier auch schon darauf hingedeutet, dass es für dich auch im Juni
ähnlich wie im Mai vielleicht auch schon um Kommunikation geht, um Austausch mit anderen Menschen. Und hier ist eben dein Verstand dir einfach eine gute Hilfe, als auch eben das Ganze immer objektiv zu betrachten. Es ist generell gut in unserem Leben, wenn wir nicht immer alles so persönlich nehmen und sondern eben Dinge einfach erstmal objektiv auf uns zukommen lassen und dann können wir uns ja immer noch im Laufe der Zeit eben ein Urteil bilden. Lieber Steinbock, was ich hier auch ganz stark bei dir wahrnehme, ist, dass es sehr viel im Juni um deine Arbeit gehen wird, beziehungsweise auch um deine Talente und berufliche Ausrichtung. Und ich sehe hier, dass du hier scheinbar mehrere Optionen hast, beziehungsweise hältst du dir hier außer der Arbeit, welcher du gerade nachgehst, oder solltest du jetzt berentet sein oder aus irgendwelchen anderen Gründen jetzt keine Arbeit nachgehen, dann sehe ich eben, dass es auch sehr stark bei dir um das Thema Finanzen und auch Emotionen geht und dass du aber irgendwie immer noch mit einer weiteren Option konfrontiert wirst, beziehungsweise diese dir vielleicht auch offen hältst. Das ist immer sehr interessant zu wissen, weil beachte, das ist eine kollektive Legung, was du eben sonst noch so in deiner astrologischen Chart hast. Aber wenn du ein Steinbock bist, der zum Beispiel sehr viele Lufteinflüsse hat oder so, dann brauchst du das auch einfach, um eben auch diese gewisse Spontanität dann dir auch selbst zu generieren, damit du eben auch einfach besser das Gefühl hast, das Leben selbst in der Hand zu haben und eben auch die Entscheidungen für dich selbst zu treffen. Des Weiteren nehme ich wahr, dass in Sachen Liebe und auch gerade wenn du jetzt in einer Partnerschaft dich befindest oder auch in einer Ehe, dass es hier gerade eine Situation gibt, die sehr stark an dir nagt. Und es ist aber auch so, dass in diese Situation auch schon Bewegung reingekommen ist, also dass sich hier eben auch ständig etwas für dich verändert, was das Ganze angeht. Aber ich nehme hier wahr, dass dir hier einfach das Gefühl fehlt. Das ist so das, was ich am stärksten hier in dieser ganzen Legung wahrnehme. Dir wird im Juni, vielleicht wirst du auch mal diesen Satz äußern, besteht denn das Leben nur noch aus daraus, es aus neutraler Sicht zu betrachten, oder gibt es auch noch Menschen oder Situationen, die in mir auch eine Emotion hervorrufen oder wo eben auch jemand emotional mir auch entgegenkommt? Denn ich nehme hier wahr, dass du zwar sehr viele Einladungen haben wirst im Juni oder vielleicht auch selbst welche rausgeben wirst, aber dass dir hier einfach, wie gesagt, das Gefühl fehlt. Dir fehlt es auch im Juni einfach mal wieder ganz stark in den Arm genommen zu werden, dass mal wieder jemand mit dir knuddelt. Und deswegen ist auch hier ein wichtiger Hinweis für dich gesetzt, lieber Steinbock. Wenn du in einer Partnerschaft oder in einer Ehe bist, dann kommuniziere das, was du dir wünschst, also deine Bedürfnisse oder eben vielleicht auch deine Wünsche hier an deinen Partner, damit hier eben auch weiterhin dieses Fundament, welches für einige von euch auch sehr tief greift, wenn du in einer Partnerschaft bist, dass das auch weiterhin sich nährt, ja, und dass hier nicht nur etwas negativ an eurer Verbindung nagt. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich die Oberflächlichkeit oder für einige von euch auch die Finanzen oder irgendwelche anderen vertraglichen Gebundenheiten, die mit dieser Verbindung einhergehen, auch gerade in Sachen Liebe. Ja, denn ein weiteres Thema von dir, lieber Steinbock, wird im Juni sein, dass du in Sachen Liebe, Emotionen und Gefühlen hier auch eine Perspektivänderung benötigst. Und aber auch die Karten zeigen hier auch schon die Tendenz, dass du das selbst für dich erkennen wirst. Also bis zur zweiten Juniwoche, lieber Steinbock, siehst du auch für dich ein, dass du so in diesem Gefühl, in dem du dich hauptsächlich die ersten 2 Wochen im Juni aufhalten wirst, hier gar nicht weiter kommst, beziehungsweise auch merkst, dass es dir einfach nicht gut tut. Ja, also nähre hier unbedingt keine negativen oder irgendwelche Gefühle, die dich runterziehen, sondern schau, dass du dich immer positiv ausrichtest. Es gibt in jedem Leben von jedem Mensch immer auch positive Aspekte. Und gerade wenn du in Sachen Verbindungen momentan dich nicht wirklich gefühlstechnisch gesehen fühlst oder siehst, beziehungsweise genau, dir halt einfach auch so diese Zuneigung fehlt, dann ist es eben auch wichtig, dass du dies eben auch äußerst. Und
auch mal versuchst, dich in die Perspektive deines Partners zu begeben, um einfach vielleicht auch mal nachvollziehen zu können, weshalb ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass wir hier vielleicht gerade sehr oberflächlich miteinander umgehen, dass wir hier sozusagen nur von Termin zu Termin hetzen, uns zu Hause nur noch die Klinke in die Hand geben. Ja, weil vielleicht kennst du das auch, du kommst von der Arbeit nach Hause und dein Partner arbeitet vielleicht im Schichtsystem oder ist selbstständig und ist in dem Moment, wo du die Tür reinkommst, dabei gerade das Haus zu verlassen. Ja, und auch hier bedarf es mal einen Blick in deinen Verstand, in dein oberes Stübchen, um einfach mal zu generieren oder zu hinterfragen. Könnte ich denn vielleicht auch etwas an meiner Life-Work-Balance verändern? Denn ich sehe, lieber Steinbock, dass du eben auch, wie gesagt, einen sehr großen Fokus auf die Arbeit im Juni haben wirst. Für all die Singles, die hier zusehen, ich sehe, dass es hier im Juni für dich um vielleicht zwei oder drei Personen gehen wird. Wenn du gerade auch in der Dating-Phase bist, dann hör ganz genau zu. Denn ich sehe hier, dass hier nämlich in deinem Liebesleben nun etwas geschieht. Es kommt hier Bewegung in die Sache. Allerdings ist hier auch eine gewisse Vorsicht geboten, denn in erster Linie ist es so, dass du, lieber Steinbock, mir hier durch deine Karten erzählst, dass du dich sozusagen auf andere Ufer, also dass du dich aufgemacht hast zu anderen Ufern, entschuldig bitte, und dass es dich auch ganz schön viel Überwindung gekostet hat, dies zu tun. Des Weiteren nehme ich hier wahr, dass du dich auch emotional von etwas gelöst hast oder eben auch, wenn wir jetzt hier gerade noch beim Thema Liebe und Singles sind, dass du dich von deinem Ex-Partner oder von der letzten Beziehung hier tatsächlich emotional sehr viel stärker befreit fühlst als eben auch noch im Juni, als noch im Mai, Entschuldigung. Und ich sehe, dass hier eben eine oder mehrere Einladungen hier auf dich zukommen werden. Und wenn es hier für dich zwei bis drei Personen sind, dann werde ich diese kurz beschreiben. Denn wir haben hier einmal den König der Münzen, wir haben hier den Ritter der Münzen und wir haben hier noch den König der Kelche. Wenn du es mit einem jüngeren Erdzeichen zu tun hast, Stier, Steinbock oder eben auch Jungfrau, dann solltest du hier unbedingt darauf achten, mit wem du es hier zu tun hast, ja? Denn dieser Mann hat in sich oder diese Person, es kann genauso gut auch eine Frau sein, wenn du hier als Mann zusiehst, hat hier keine allzu gute Intention. Die Intention, die ich hier sehr stark wahrnehme, ist eben, dich hier als Lückenfüller zu nutzen, weil dieser Mensch hier scheinbar ziemlich starke Beziehungsthemen hat, eben vielleicht bindungsängstlich ist oder auch sehr stark verlustängstlich. Aber auch da, lieber Steinbock, ein kleiner Spiegel an dich. Wieso ziehst du denn diese Art von Mensch immer noch in dein Leben? Hast denn vielleicht auch du noch unverarbeitete Liebesthemen? Dann sehe ich hier den König der Münzen. Dieser wird dir ziemlich spät im Juni erst begegnen. Und dieser Mensch erscheint mir hier am stabilsten. Also das ist jemand, der vielleicht gleich alt ist wie du oder vielleicht auch etwas älter. Du erkennst diese Person auch daran, dass sie eben auch sehr stabil, also ein sehr stabiles Umfeld für sich schon generiert hat. Das ist auch jemand, der hat eine stabile Kraft. Zufuhr, diese Person, und der benötigt eben keine anderen Menschen in seinem Leben, damit sie ihm eben zum Beispiel Anerkennung geben und so weiter. Diese Person ist sich seiner Werte definitiv bewusst, ja. Es kann hier sein, dass dir zu viel Verantwortung mit diesem Mensch einhergeht, aber schau ihn dir auf jeden Fall genauer an. Und dann nehme ich hier eben auch noch ein Wasserzeichen wahr, also Fische, Krebs, Skorpion. Und auch hier, wenn du hier eine Einladung haben solltest bis Ende Juni über einen solchen Menschen, dann achte auch hier bitte mal drauf, vielleicht auch durch die Art von der richtigen Fragestellung, was dieser Mensch denn für eine Intention in sich hegt. Und achte auch immer auf die erste Energie, die du wahrnimmst, wenn du Menschen das erste Mal triffst. Was sagt denn dir so dein Bauchgefühl über den Typ? Ne? Und darauf kannst du dich wirklich in den meisten Fällen sehr, sehr gut verlassen. Und auch hier mit der Königin der Schwerter wird nochmal angezeigt, lass hier auch deinen messerscharfen Verstand ruhig mal walten, ja? Und verknüpf dich aber dennoch mit deinem Herzen und deiner Intuition, damit dir eben auch hier nicht der richtige Impuls entgeht.
Diese drei Menschen, die ich hier beschrieben habe, können auch für dich, lieber Steinbock, wenn du hier in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung bist, auch hier relevant werden, aber eben vielleicht auf einer anderen Ebene, ja, dass dieser Ritter der Münzen hier vielleicht ein Geschäftspartner darstellt oder ein Mensch, der dir hier ein Geheimnis verraten wird. Vielleicht gehst du auch zu einem Kartenleger, zu einer Kartenlegerin oder du holst dir irgendwie anderweitig über vielleicht ein Retreat oder eine bewusstseinserweiternde Erfahrung hier Informationen über deine Zukunft ein. Oder eben, wie gesagt, dir erzählt jemand etwas, was mit deiner Zukunft etwas zu tun haben wird. Aber dann achte darauf, wie weit du diesen Menschen in dein Leben lässt, denn hier hat jemand keine schöne Energie. Und diese anderen beiden Männer, der König der Münzen und der König der Kelche, nehme ich für dich dann eben eher als dein Partner wahr oder auch als deine Partnerin, wenn du hier als Mann zusiehst. Und ich sehe auch, dass du dir sehr viele Gedanken im Juni machen wirst über deine innere Transformation, über deine Außenwirkung, die du hast. Und eben, du weißt auch, dass es jetzt irgendwie an der Zeit ist, wie gesagt, dein Leben zu reflektieren. Und du wirst eben nach dem Streben nach Sicherheit und Stabilität, was dir eins der wichtigsten Grundlagen in deinem Leben ist, lieber Steinbock, wirst du hier auch auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen für dich treffen. Und vor allem hast du auch eine gute Intuition, wenn es hier um Menschen geht, die du eben hier in dem Sinne beurteilen sollst, in Anführungsstrichen, die eben auch etwas zu deinem Leben beisteuern eben oder eben auch nicht. Und das Ganze ist auch schicksalshaft geführt. Also lass dich hier auch ruhig treiben im Juni. Das ist auch noch wichtig für dich, dass du eben auch nicht zu verstandesorientiert bist, nicht zu viel nur nachdenkst und grübelst, sondern eben, wie gesagt, auch mal versuchst, vielleicht auch mal eine Meditation zu machen, wo du eben auch mal außerhalb deinem Körper über dir schwebst und einfach mal versuchst, aus dieser Perspektive zu schauen. Nochmal für diejenigen, die jetzt hier sehr vermehrt auf die Liebe sehen. Es gibt hier, wie gesagt, nicht nur diese zwei bis drei Anwärter, sondern es ist eben auch hier, wie gesagt, einer dieser Menschen dabei, der dich eben auch aus einer Distanz betrachtet. Also das kann einmal natürlich Social Media sein, und aber auch weiß dieser Mensch in den meisten Fällen scheinbar auch, wo du wohnst und fährt vielleicht auch hier immer mal wieder an deiner Wohnung, an deinem Haus vorbei, um einfach zu gucken, ist bei dir hier alles in Ordnung. Denn hier hat jemand sehr, sehr starke Gefühle für dich und hier hat auch jemand einfach Angst, dich an jemand anderen zu verlieren. Also obwohl dich dieser Mensch, wie gesagt, noch gar nicht lange kennt, kann er sich eben sehr viel mit dir vorstellen. Entweder liegt es daran, dass man sich hier noch nicht geäußert hat, dir gegenüber, also welche Emotionen man hegt und ob man dich eben auch treffen möchte. Aber wenn, wird diese Nachricht definitiv im Juni auch hier in dein Leben treten. Denn hier liegt auf jeden Fall, dass du ganz plötzlich und positiverweise eine Nachricht oder eine Botschaft von jemand erhalten wirst. Du bekommst hier einen, hier öffnet sich sozusagen ein neues Kapitel in deinem Leben. Und für die meisten von euch ist das nämlich tatsächlich auch eine Wunscherfüllung, die sich hier im Juni abschließen wird. Denn viele von euch haben sich nämlich mal in schlechten Zeiten oder in Momenten der Traurigkeit einfach gewünscht, dass hier auch die Erkenntnis reinkommt, warum läuft mein Leben so, und bitte mach doch, dass sich etwas für mich ändert, ja. Und du hast dich eben auch in deinem Inneren sehr stark verändert. Das zeigst du auch hier nochmal sehr zentral, dieses Thema. Wie gesagt, es wird dich auch mit der Luna-Energie stark beschäftigen. Und ich sehe aber auch mit Justice und hier mit dem Storch, dass hier eben ein Richtungswechsel schon für dich vorgesehen ist, auf den du jetzt eigentlich gar nicht mal so langsam, sondern auf den du dich jetzt eigentlich gefasst machen kannst im Juni und der eben ja auch so von dir gewünscht war, aber natürlich auch für dich schicksalshaft vorgesehen ist, und insofern vertraue hier dem Leben, dass es das Richtige hier für dich bereithalten wird. Dann sehe ich hier auch noch für einige, die sehr stark emotional oder psychisch belastet sind, im Mai schon gewesen sind und dies auch noch im Juni sein werden, dass es hier für dich sehr, sehr wichtig ist, dass du rausgehst. Ja, wenn du Einladungen bekommst oder wenn dich jemand spontan fragt, ob das jetzt ein Arbeitskollege ist oder was weiß ich,
Deine beste Freundin, hast du heute Abend nicht spontan vielleicht irgendwohin mitzugehen oder am Wochenende mal irgendwie mittags oder so, dann solltest du dies unbedingt tun. Es ist aber halt, du bist hier selbst gefragt, etwas anzunehmen, beziehungsweise auch hier in die Aktion zu gehen, zu sagen, das macht keinen Sinn, hier liegen zu bleiben. Denn nochmal, auch mit dem Reiter wird hier auch sehr stark betont, dass Veränderungen in deinem Leben jetzt notwendig sind und dass jetzt auch wie für uns alle im Sommer immer auch der richtige Zeitpunkt jetzt gewählt ist, um eben neue Perspektiven zu bekommen, Dinge zu verändern und eben auch hier mit neuen Richtungen auf das Leben zu schauen. Und vor allem eben auch im Außen diese Einladungen wahrzunehmen, weil sie dir ja auch immer wie so eine Art Spiegel etwas über dich selbst erzählen, ja. Und es ist manchmal auch einfacher, gerade wenn du dazu neigen solltest, hier depressiv zu sein oder vielleicht auch mal immer wieder in schwere Gedanken, Kinos irgendwie dich verlierst, ja, dass du hier eben, wie gesagt, die Perspektive änderst und einfach mal von oben auf dein Leben schaust. Und dann wirst du sehen, so schlecht ist es alles gar nicht, ja. Denn ich kann euch auch nur immer wieder sagen, es ist einfach schon ein Privileg, hier in diesem, hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, wo auch immer mir die Leute zusehen, hier geboren worden zu sein und dass du nicht in irgendwelchen dritten Weltländern geboren wurdest oder es dir anderweitig einfach schwer gemacht wird, an Wissen zu kommen, beziehungsweise halt einfach deine Wünsche und Visionen eben auch umzusetzen. Ja, wir machen es uns einfach immer emotional so schwer, obwohl wir doch eigentlich schon so glücklich sein könnten mit weniger. Ja, also lieber Steinbock, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Juni mit schönen, wie soll ich sagen, Einladungen, Beisammensein und öffne hier deine Gefühle, dein Herz eben dafür und dann wirst du sehen, wird dir nicht immer alles genommen werden, sondern du bekommst auch bereichernde Erfahrungen in Sachen Liebe. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Art nochmal für Spiegel, ein Spiegel für dich selbst, wenn hier etwas in Sachen Liebesthemen an dir nagt, einfach auch nochmal selber auf deine Selbstliebe zu schauen und mit der Luna-Energie, die ich ja auch stark bei dir nochmal wahrnehme, auch hier nochmal der Hinweis gesetzt, auch gerne mal in deinen Glaubenssätzen zu schauen oder auch mal in der Verbindung zu deinen Eltern. Was könntest du da vielleicht noch aufarbeiten oder was könntest du hier verzeihen, was dir das Leben eben auch viel, viel leichter machen wird für die Zukunft? Du wirst es schon wuppen. Lieber Steinbock, ich wünsche dir alles Liebe. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, um mir zu zeigen, dass dir dieses Video gefallen hat. Und ja, freue mich auch, wenn du dir auf jeden Fall nochmal deine Jahreslegung für 24 ansiehst. Diese ist hier jetzt direkt an diesem Video angehängt. Eine gute Zeit. Namaste.